Ja, Kappeler, herzlich willkommen da über die Leitung. Sie haben da etwas Fulminantes geschrieben. Haben Sie natürlich gesehen, oder? NZZ, gestern. Jawohl. Sie haben geschrieben und dann ist es abgedruckt worden. Ich habe dann das auch noch zugespielt bekommen. Morgen habe ich es überlesen, aber ich habe es dann mir zu Gemüte geführt und gefunden, jetzt müssen wir noch schnell vor Weihnachten ein Intro führen miteinander. Also, vielen Dank. Gesetzgebung nicht an die EU delegieren. Es geht um den zweiten Anlauf vom Bundesrat mit der EU ins Geschäft zu kommen. Also wenn man das liest, Sie halten also gar nichts von dem Plan vom Bundesrat. Ich habe nicht verstanden. Eben, wenn man das jetzt liest, Ihres Essay, dann halten Sie null und nichts von dem Plan vom Bundesrat. Null und nichts. Also ich kann es noch drastischer sagen. Es ist eine schärfere Integration in die EU von der Schweiz als der EWR seinerzeit und als der erste Entwurf, wo ja im allgemeinen Getöse untergegangen ist. Ich könnte ein bisschen polemisch sagen, es erfüllt die Definition vom Wahnsinn vom Einstein, wo gesagt hat, zweimal das Gleiche versuchen und ein verschiedenes Resultat erwarten. Also es ist eine Neuauflage, nicht nur 1:1, sondern 1:1,5. Eine Verschlechterung eigentlich zu der Übung, die man ja abgebrochen hat, mit dem berühmten Auftritt vom Wirtschaftsminister Guy Parmelin, oder? Wo damals, ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren. Die Gassis natürlich, ja. Also der Gassis ist gerade neu gewesen und hat das Dossier schlankweg übernommen, ohne dass er gemerkt hat, dass er auf einer Zeitbombe sitzt. Und dann hat die Schweiz ja mal gesagt, gut, jetzt hören wir auf. Und jetzt ist aber natürlich die Welt weiter am Drehen gewesen. Und irgendwann haben die Mühlen wieder angefangen zu drehen. Und jetzt ist also der Bundesrat vor ein, zwei Wochen gekommen und hat gesagt, so eine Neuauflage, gerade rechtzeitig vor Weihnachten, ein richtiges vergiftetes Geschenk quasi unter dem Christbaum, oder, wenn man sie richtig ist. Ja, was ist denn jetzt so schlimm? Warum gehen Sie so harsch ins Gericht da mit unserer Regierung? Also es ist ein Common Understanding, ein gemeinsames unterzeichnetes Papier, wo erst Grundlage denn für Verhandlungen sein soll, aber es ist außerordentlich viel drin. Zum Beispiel, die zwei ganz grossen Sachen sind wie eben schon vorher, die Kompetenz vom Europäischen Gerichtshof in Streitigkeiten. So dann ein Schiedsgericht, wo aber, wenn man nicht einig wird und sich nicht unterwerfen möchte, auch die Ansicht, die letztinstanzliche Ansicht vom Europäischen Gerichtshof einholen muss. Das ist der Punkt Richter. Der andere Punkt ist, dass während dem Abkommen eine dynamische Rechtsübernahme von allem, was in der EU künftig läuft, von der Schweiz praktiziert werden muss. Also man kommt also vom autonomen Nachvollzug zum automatischen Nachvollzug. Autonomen Nachvollzug hat man in den bilateralen bis jetzt. Wenn die Schweiz etwas nicht unbedingt nicht hätte übernehmen von einer neuen EU-Gesetzgebung, hätte sie es nicht müssen übernehmen. Jetzt ist es eine dynamische Übernahme, muss sofort übernommen werden, gilt 1:1 nachher in der Schweiz. Und das Verrückte, der Zusatz noch, ist, dass es für die bisherigen bilateralen ebenfalls gilt. Also es ist sogar eine Art von automatischer Nachverhandlung vom ganzen Bestand von unseren Beziehungen zur EU. Also Sie schreiben zu dem, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, glaube ich, in dem Essay, in der NZZ vom Donnerstag von dieser Woche. Sie schreiben da, Nachverhandlungen würden rückwirkend durch die Hintertür eigentlich reingebracht werden. Also an und für sich hat man ja mal etwas abgeschlossen, man hat sich geeinigt und jetzt wird das mit dem, wo da soll diskutiert werden, aufgeschnürt. Es wird aufgeschnürt, aufgemacht für alle Zukunft, für alles das, was die EU künftig an Richtlinien, an Regulierungen erlaubt wird. Und das ist natürlich Abdankung von der Gesetzgebung von der Schweiz, die wichtigen Teile von unserem Gesetzkorpus. Und es ist auch eine Satellisierung. Die Schweiz wird zu einem Satellitenstaat von der EU. Ich habe geschrieben, es ist mir kein Vertrag bekannt zwischen Staaten, wo so etwas drinsteht. Ich weiß nicht, was zwischen Hongkong und China neuerdings abgemacht ist, aber das ist ja nicht unbedingt gerade das Vorbild für die Schweiz und die EU. Wir haben ja irgendwo 700 Jahre plus auf dem Rücken, oder? Und haben immer gedacht, da mit den Hellebarden. Ja gut, aber
Wir sind ein Städtebund gewesen, kein Bauernbund, von Anfang an ein Städtebund, integriert in die europäische Weltwirtschaft, damals, in die Geldwirtschaft, stolz, souverän. Und das ist unsere Geschichte, oder? Das muss man schon sehen. Und dann haben wir es natürlich in der Geschichte verteidigt. Man hat das verteidigt durch zwei Weltkriege, durch Anpassungsforderungen vom tausendjährigen Reich und so weiter. Also wir haben eine stolze Vergangenheit, indem wir auf unseren Werten behaftet werden. Und wir haben unsere eigene Version von der deutschen Sprache, oder? Wo wir auch mit Liebe pflegen bis ins Walliser Tal hindern, wo man dann gut muss zuhören. Aber die Welschen sind natürlich Schweizer, weil sie die genau gleiche innere Distanz zu Frankreich haben wie wir zu Deutschland. Genau, das zeichnet uns aus, oder? Also wir sind das Potpourri von all diesen quasi Absplitterungen oder Verbindungen zu diesen grossen Ländern rundum, aber haben uns gefunden, die Willensnation Schweiz. Und jetzt sieht man da relativ wenig Willen, um das zu verteidigen, wenn wir ihnen das Glauben schenken. Sie gehen da noch einen Schritt weiter, schauen die Zukunft führen. Wenn wir auf dieser Basis, die jetzt auf dem Tisch liegt, ein Abkommen würde erzielen, Schweiz, EU, dann könnte überall von den EU-Ländern Druck ausgeübt werden. Also wenn man irgendwo unzufrieden wäre mit dem Verhalten von diesen sperrigen Eidgenossen, könnte man irgendwo etwas anderes, könnte man noch mit anderen Tacheles reden. Sie schreiben da einen Ausdruck, in any other Abkommen können wir das machen. Also Frankreich, wenn man da bei der Landwirtschaft nicht will, wegen den Bauern und so, dann kann man dann einfach übergehen mit Tech und sagen so, und jetzt wollen wir da etwas. Ist das wirklich so, dass man da einfach durcheinander wirbeln kann? Ja, das wäre ja in der bisherigen bilateralen 2, es ist ein Paket gewesen. Und das hat immer geheißen, wenn die Schweiz dort irgendetwas nicht annimmt oder aussteigen möchte, aus einem Abkommen, fallen alle weg. Und dann ist mit großer Erleichterung von mehreren Kommentaren jetzt gesagt worden, im neuen Vertragsentwurf oder Verhandlungsentwurf stände das nicht mehr. Aber es steht eben drin, was Sie zitiert haben, wenn man nicht einig ist in einem Punkt, in einem von diesen Abkommen, wo künftig abgeschlossen werden, dann kann die verletzte Partei, und das ist ja dann in dem Fall sehr oft die EU, wo will, dass wir eben etwas übernehmen, wir übernehmen es nicht, dann kann die EU in dem Abkommen Sanktionen greifen oder aber in any other von den Abkommen. Das heisst, alle Abkommen, die wir abgeschlossen haben und abschliessen, sind doch wieder in einem gewissen Sinn verbunden, sind ein Paket und können bei Missmut von einer Vertragspartei EU wegfallen. In any other Abkommen, dort sei es ganz kurz und öffnet Welten und Tore. Dann gäbe es einen anderen Bereich, der uns sehr am Herzen liegt. Da geht es um Migration im weitesten Sinn, Arbeitsmigration, also Personenfreizügigkeit, der Knackpunkt aller Zeiten. Die EU will, dass man kann profitieren von dem Honigtopf Schweiz, dass die eigenen Leute reinkommen können. Wir haben da immer Angst vor Verlust von Eigenständigkeit und Überfremdung und so weiter. Und dort sagen sie, dort gibt es im Unterschied zu dem Punkt, den wir vorher diskutiert haben, ganz viel Wort, aber es ist derart überladen, dass man nachher gar nicht mehr weiss, ja, was kommt denn da von uns zu? Ist das so? Vielleicht bin ich zu dumm, aber wenn man dort verstehen will, was dann künftig wirklich die Haltung ist, wo gilt, dann ist es sehr schwer zu sehen. Es sind ein Haufen Bestimmungen, es sind Ausnahmen von diesen Bestimmungen, es sind Ausnahmen von der Ausnahme und die ganze Freizügigkeit ist ja dann verbunden mit der Berechtigung von eingewanderten Sozialhilfe oder Unterstützungen bezüglich Ansprüche der Sozialversicherung zu erwerben. Das ist auch mit sehr viel Klauseln ist das angesprochen. Und es ist dann eben grundsätzlich Freizügigkeit von allen etablierten EU-Bürgern. Man redet da gar nicht vom Asyl. Da ist jetzt in der EU im Fluss, vielleicht regeln sie das strikter und kommt es in den Griff über. Man kann zweifeln, aber immerhin, sie probiert es. Hingegen, man redet in dem Abkommen dann von den normalen Bürgern, alle EU-Bürger wo, und Schweizer natürlich wechselseitig, die das Recht haben, um sich im anderen Teil niederzulassen, wenn sie Beruf haben, wenn sie selbstständig sind, wenn sie eigene Mittel haben, also Rentner zum Beispiel oder vermögliche Leute können sich niederlassen. Das ist das Recht und dort schreibe ich natürlich, ist der Schweizer heute schon zu viel. Wir sind durch die ganze Dublin-Geschichte und Schengen-Geschichte überrollt worden von der grössten, abgesehen von Luxemburg, von der grössten Zuwanderungswelle in den letzten 20 Jahren. Es ist allgemein die Meinung, das kann so nicht weitergehen. Und mit dem Abkommen würden wir uns jetzt quasi auf einem bisherigen, vollkommen offenen Weg zur weiteren Zuwanderung
halten. Und da kommt noch dazu, dass der ganze Balkan stolz lange um Beitritt in die EU überzukommen. Und das heisst natürlich, dass nochmal Dutzende von Millionen Leute könnten die Freizügigkeit benutzen, aus Ländern, die sehr viel ärmer sind, die heute schon einen grossen Auswanderungsdruck haben, so wie die ganze Ukraine. Also das heisst, eigentlich statt eine grosse Schweizer Stadt pro Jahr frisch dahin, sind es dann zwei oder drei, um das so ein bisschen einfach abzubrechen. Sie sagen, ja, wie kann das sein? Gewerkschafter machen ja da offenbar mit. Wie erklären Sie sich das? Sie sind ein alter Gewerkschafter. Dort haben Sie eigentlich die Basis von Ihrer Karriere gelegt. Wenn ich das richtig verstanden, ist der oberste Gewerkschaftsboss dafür, dass man jetzt mit der EU ins Geschäft kommt. Wie passt das jetzt zu dieser offenen Tür? Also ich darf noch sagen, dass ich im Gewerkschaftsbund sind gewählt worden, weil ich vorher schon bekannt war als Publizist und Journalist und Autor. Also aber das ist ein Detail, meine persönliche Eitelkeit. Nein, es ist noch tatsächlich so, dass im EWR eigentlich Gewerkschaften eher dafür gewesen sind, ja sogar sehr dafür gewesen sind, weil damals die Schweizer sehr, sehr viel weniger sozialrechtliche, arbeitsrechtliche Bedingungen gekannt hat, die in der EU realisiert gewesen sind. Man hat das so gewonnen. Und nun haben Gewerkschaften Angst, dass die flankierenden Massnahmen, die doch ein paar Sachen drin haben, um den Arbeitsmarkt zu schützen, wie zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber, wenn er einen EU-Bürger anstellt, zuerst muss belegen, dass kein schweizerischer Kandidat zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite sind die Löhne eigentlich schweizweit festgefahren worden und wären von drittpartiten Kommissionen, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Staat, wären die laufend beobachtet und zum Teil auch nach Normverträgen festgesetzt. Also Gewerkschaften haben eine totale Administrierung und Verrechtlichung von der Lohnfindung bekommen durch diese Massnahmen. Ich finde das hanebüchend, also das war früher noch nicht gewesen, vor 30 Jahren, als ich dann gegangen bin. Ich finde das hanebüchend, sie haben also eigentlich die gesamte Lohnfindung über alle Teile der Schweizer Wirtschaft abgegeben, an den Staat, an den Arbeitgeber und an sich selber in diesen Kommissionen. Und das soll weitergeführt werden und sie haben eben Angst, dass die EU dann mit dem Recht von der entsendeten Arbeitnehmer in andere EU-Länder, und das heisst dann eben auch in der Schweiz als angeschlossenes Land, die Lohnbestimmungen unterlaufen könnten. Und das ist der Punkt, der Ihnen hauptsächlich am Herzen liegt. Ich muss noch sagen, wenn Gewerkschaften und Unternehmer die EU-Regulierungen, die in den letzten 30 Jahren aufgelaufen sind, einmal genau anschauen würden, würden die Unternehmer laut aufschreien, weil unglaubliche Halsissen für den Unternehmer eingeführt worden sind, sei es auf dem Gütermarkt, sei es auf dem Arbeitsmarkt, aber es unglaublich Zeug beachten. Und auf der anderen Seite könnten eigentlich Gewerkschaften, wenn sie das lesen würden, auch sagen, ja nur gut mit den arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen Vorschriften, die EU viel weiter hat als die Schweiz, könnte man vielleicht leben. Aber die beiden, es liest niemand, weil die EU vor sich geht. Das ist eigentlich mein Thema in den letzten 10 Jahren. Es liest niemand, verfolgt niemand, was in der EU vor sich geht. In der EU geht vor, dass die Kommission alles, man muss wirklich sagen, alles zu einem Gebiet vom Binnenmarkt erklärt hat, was gar nicht gilt, ist in den Verträgen auch nicht so geregelt, und damit geregelt werden darf von ihr, mit dem Ministerrat, der zerstreut ist und einmal im Monat Dutzende von Direktiven durchwinkt, und der Europäische Gerichtshof deckt jede Vertragsverletzung, die auf diesem Gebiet nachher eingeführt wird, auch Vertragsverletzungen im Währungsgebiet, vom EZB, alles deckt der Europäische Gerichtshof. Also eine fast so eine Klammer, zwei Polen, der Beamtenapparat, der riesige quasi die Kommission oder die supranationale Kommission mit den Heerscharen von Funktionären und dann die Richter. Am Europäischen Gerichtshof. Die zusammen können eigentlich bestimmen. Die Kommission hat das alleinige Vorschlagsrecht von solchen Regulierungen gegenüber einem Ministerrat. Der kann nur ablehnen, aber nicht neu gestalten. Und der Europäische Gerichtshof billigt alle Vorstöße von der Kommission. Das heisst, die zwei Spitzenorgane von der EU bilden ein Machtkartell, das praktisch unangreifbar ist. So sieht es auch aus, die Regulierungsdichte, die jetzt gekommen ist, das ist ja unerhört. Also nur ein Beispiel für Bauern in der Schweiz. Die EU-Kommission hat vor kurzem die Gleichwertigkeit von
gentechnisch veränderte Pflanze mit normalen Pflanzen erklärt. Einfach erklärt, das gilt jetzt mit den Wundern, unsere Bauern. Also eigentlich, wir Demokraten würden ja sagen, ja, wir diskutieren und stimmen ab und zu, da haben wir eine kleine Diktatur oder eben eine grosse. Die EU-Kommission hat auch zum Beispiel, gerade jetzt kürzlich, hat sie 1144 Punkt loslassen, wo künftig alle mittleren Unternehmungen in der EU schon jedes Jahr beachten müssen und erklären müssen und dokumentieren müssen und rückverfolgen müssen. Wenn Sie sich das vorstellen, die schweizerische Unternehmungen klagen, sie müssen jetzt ohne ein umfassendes Abkommen und der dynamische Rechtsvollzug und nachher totale Rechtseinheit, Rechtsgleichheit zwischen der Schweiz und der EU, müssen sie hin und wieder Gesuche stellen, Anerkennungserklärungen einfordern und so weiter. Das ist seine. Aber nachher müssen sie alle die unglaublichen Regulierungen, die der Unternehmer als Hals ist, am Hals sitzen, müssen sie erfüllen. Und da müssen die Unternehmer schon mal ein bisschen lesen, weil der EU in den letzten 20 Jahren verfügt worden ist. Auf eine Art kommt es einem vor, man will jetzt endlich mal eine Ruhe haben, mit der EU ins Reine kommen und einfach so ein Globalabkommen haben, ein Rahmenabkommen, wie auch immer, dass man dem sagt. Und dann wissen wir dann quasi, wo die Reise hingeht. Aber sie sagen eben, ja, was ist denn das für eine Reise? Wo stehen wir dann nachher? Wir haben nichts mehr zu sagen am Schluss vom Tag. Und es ist ein Moloch, der uns Sachen aufs Auge drückt, der eigentlich viel schlimmer ist, als wenn man immer mal wieder muss kämpfen, weil es mühsam ist, oder? Weil wir nicht dabei sind. Und dann können sie uns beisacken, aber dafür kann man etwas rausholen. Ja, es ist wirklich quasi eine vorschnelle Ermüdung. Man kann die Bibel, das Alte Testament zitieren. Der Esau hat sein Erstgeburtsrecht für ein Erbsenmus am Jakob abtreten, weil er hungrig ist. Und genauso ist unsere Wirtschaft. Sie möchte für ein paar Vorteile im Moment, über sie institutionelle Konzessionen im Sinn von einem Satellitenstatus von der Schweiz eingehen. Das wäre eine Wurst. Und da hat schon der Staatssekretär Blanka gesagt, man macht für ein paar ökonomische Vorteile, macht man keine institutionellen Konzessionen. Und das ist, mein Gott, das haben wir jetzt seit 700 Jahren ungefähr so gehalten. Man hat etwa mal ein bisschen in konkreten Fragen auch Handbotten für einen wirtschaftlichen Vorteil. Das würden wir weiterhin mit der EU in verschiedenen Abkommen weiterhin machen, denn die EU hat auch immer wieder einen Punkt, wo sie mit uns verhandeln möchte, unter anderem Strom. Das sagt man sogar in dem Abkommensleitfaden. Sie würde vielleicht sogar ohne Abkommen schon mal ein Stromabkommen machen. Das wird weitergehen. Was der Bundesrat jetzt einfach endgültig und einmal für alle Mal der EU erklären muss, wir lassen uns institutionell nicht binden. Wir machen einen Haufen anderes, auch ökonomische Konzessionen. Viele, die ihr erwähnt, machen wir auch. Aber institutionell, also rechtlich, verfassungsmäßig, lassen wir uns nicht unterjochen. Aber der Bundesrat will das jetzt eben nicht. Genau das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, das wäre jetzt Ihrer Ansicht noch das Richtige, würde zu der Geschichte von der Schweiz passen. Der Bundesrat will jetzt offenbar einen anderen Weg gehen. Er will so global eine Gesamtlösung haben. Sie schreiben in Ihrem Essay in der NZZ, wo ja der Anlass ist vom Gespräch ganz zum Schluss, das wird aber keine Chance haben im Volk. Das würde runterfallen. Sind Sie da so sicher? Ja, da bin ich ja so ganz sicher. Das mit den Gerichtszuständigkeiten vom Europäischen Gerichtshof, sowohl direkt wie auch indirekt über Schiedsgericht und die dynamische Rechtsübernahme, die nicht im EWR und nicht im ersten Entwurf vor vier Jahren drin gestanden ist, das ist ja eine Kröte, wenn ich schreibe, eine Kröte oder zwei Kröten zum Schlucken, wo das Volk nicht schlucken wird. Man kann heute auch ganz klar sehen, dass wir sehr viel reicher geworden sind als die EU. Man kann sehen, dass die EU mit den erstickenden Regulierungen nicht mehr wächst. Man kann auch sehen, dass wir in der Schweizer Wirtschaft eine grosse Dynamik für den Export und Beziehungen mit asiatischen Ländern, mit Amerika haben. Amerika ist heute schon eine grössere Exportdestination als Deutschland. Man sich das vorstellen. Wir exportieren mehr nach Amerika als nach Deutschland. Das läuft weiter und die asiatischen zwei grossen Freihandelszonen, die jetzt gebildet worden sind in den letzten zwei Jahren, die nehmen uns auf. England tritt auch bei. Das heisst also, wir sind atlantisch, wir sind global und sollten das auch ausnutzen mit entsprechenden Freihandelszusagen, wo alle anderen Länder sich jetzt schon kennen.
Also ausgerechnet jetzt, wo die Welt multipolar geworden ist, wo alles ein bisschen im Fluss ist, weil die Schweiz die wehrhafte eigenbrödlerische und auch bodenständige Schweiz unter die Decke schlüpfen von dem Brüssel, oder? Das ist so, wie sie es präsentieren. Normalerweise sind Menschen nicht ganz blöd, oder? Auch der Bundesrat nicht. Da müssen wir ja allen zubilligen, selbstverständlich machen wir das. Wieso kommt er jetzt gleich mit dem Plan, der in ihren Augen überhaupt keinen Sinn macht? Es ist eben, glaube ich, eine gewisse Faszination von dem sogenannten Projekt Europa. Da ist natürlich in Deutschland zum Beispiel oder auch in der französischen Elite, ist das immer noch sakralisiert. Europa, Europa ist das Beste oder das ist das Oberste. Und wenn Europa ruft, dann kommt man. Also ich habe immer das Gefühl, das ist das. Es fehlt auch eine Fantasie. Es fehlt Erkenntnis, was die Schweizer Wirtschaft wirklich in der Welt ausmacht. Es ist eine Mutlosigkeit. Und es ist im EDA, also unter den Handelsdiplomaten, ist natürlich eine überwiegende Mehrheit, die an sich in die EU eintreten möchte. Hört man, ich kann das nicht im Einzelnen belegen. Aber das ist schon zu meiner Zeit, ich bin ja aktiv im Aushandlung von Mehrwehr auf Seite der Spitzenverbände. Es ist schon da absolut klar gewesen, die treffendste Umsetzung von dem Gedanken ist ja am Herr Ogi sinnig gewesen, dass der EWR ein Trainingslager für den Beitritt sei, was dann auch zum Scheitern geführt hat. Also ich glaube, es sind solche Altlasten, Pfadabhängigkeit im Denken, wo am Bundesrat aufsitzen. Man muss auch sehen, dass fast alle Medien jetzt 4 Jahre lang seit dem letzten Versuch immer wieder geschrieben haben, der Bundesrat soll endlich. Ja, also es kann, wenn die veröffentlichte Meinung meint und natürlich auch gewisse Wirtschaftsverbände immer wieder sagen, er soll jetzt endlich, hat er sich bemüßigt gefühlt, das machen. Es ist für mich, also muss ich sagen, einleitend nicht klar, warum man die Definition vom Einsteinschen Wahnsinn erfüllt, dass man zweimal gleich probiert und eine verschiedene Reaktion vom Volk erhofft. Wenn wir jetzt vorher schauen, oder? Jetzt sind wir auf dem neuen Weg, das hat der Bundesrat beschlossen, er ist die oberste Exekutive, er kann das, er soll auch Weg beschreiten, oder? Jetzt geht das vielleicht ein Jahr oder zwei, man muss ja jetzt noch im Detail verhandeln, und dann kommt der Retour mit einem Paket, und dann, wenn das würde in normalen Lauf nehmen, würde man dann irgendwann einmal eine Turne gerufen, und dann geht das ab, wenn Sie recht haben, oder? Ja, ist das jetzt einfach quasi noch einmal 2-3 Jahre für nichts, oder bringt es am Schluss gleich etwas? Ist es sogar noch gut, sich gegenseitig zu bemühen, zu beüben, damit wir quasi unabhängig bleiben, so wie es geht? Also wenn es eine gute Lösung hat, bin ich und Sie sind alle wahrscheinlich sofort dafür. Das ist keine gute Lösung, weil es eben institutionelle Anbindung ist. Und da muss der Bundesrat ganz klar sagen, wenn man nicht. Und der Bundesrat will offenbar im Jahr 2024 das alles abschliessen. Also nicht irgendwann später. Das heisst, man wird relativ schnell wissen, soll man nicht. Und sie hängen mit dem Inhalt, mit dem vorgeschlagenen Inhalt zusammen von dem Vertragsentwurf. Wenn natürlich künftig die ganze Gesetzgebung von der EU in der Schweiz auch gilt, dynamischer Vollzug, dann muss man nicht lange verhandeln. Muss man nicht sich um irgendwelche Detailklauseln ringen. Das gilt dann einfach. Also insofern ist es logisch, dass er nächstes Jahr schon abschliessen will. Könnte es sein, dass Sie und ich auch so ein bisschen zum alten Lager zählen, zum alten Eisen von dem Land und wir es falsch einschätzen? Oder Sie jetzt, Sie sind der Protagonist, ich frage nur, nämlich, dass plötzlich im Volk die Meinung dreht um eine Würde so einem, sagen wir es jetzt mal ein bisschen einfach, Unterjochungsvertrag, Anbindungsvertrag zustimmen. Ist nicht auch möglich, dass es plötzlich eben ganz jemand anders geht, wie im Volk, jetzt nicht nur beim Bundesrat, oder? Wie Sie es so mit Überzeugung und Inbrunst erwartet. Gut, ich habe nicht Hörrohr direkt am Volk, aber so wie man es umhört, würde ich sagen, ist die Skepsis da. Die EU hat sich auch als haltlos erwiesen in der Frage von der Ukraine, von der Verteidigung. Bei Covid war auch kein grosses Schauspiel gewesen. Sie ist total überschuldet. Die EU selber und die EU-Mitgliedstaaten auch, das wissen die Leute. Und sich in den Club begeben, mit übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt im Artikel, mit Verpflichtungen dann noch mehr als Kohäsionszahlungen in den Topf zu werfen. Wenn man das sieht, bin ich
eben die Schwäche und Funktionsunfähigkeit von der EU einerseits, die hohen Kosten, schlechte Wachstum und dass, wenn man reist und ein bisschen mit den Leuten tritt, in sämtlichen EU-Ländern das Volk murrt. Ich glaube, das ist dem Volk da auch bekannt und ich bin der Meinung, der vorgeschlagene Vertrag ist gescheitert, bevor er gestartet ist. Sehr schönes Schlusswort. Und wenn es dann ums Geld geht, da kennt dann der Schweizer kein Pardon. Dort wird er dann ein bisschen hart. Das gehört zu uns. Herr Kappe, vielen Dank für die kleine Weihnachtspredigt von Ihnen. Interessant gewesen und alles Gute. Schöne Weihnacht. Danke gleichfalls.